Mamoripi Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Red Dead Redemption 2. So, wir werden jetzt mit Sadie reden, mal schauen, was sie mit uns vorhat. Letztes Mal haben wir den Zug gesprengt. Mit ihr sind die Missionen ganz cool eigentlich. You okay? Miss Sadler, Witwe Teil 1. Okay. You sure? Teil 1. No, I ain't sure. You still working? Is anybody still working? The whole goddamn place full of people. Bickering, fighting and lying. It makes me real sad. I know. I need someone to ride with me. Und da kommen wir gerne mit. Finish off them O'Driscolls. Oh. I hear the last of them is holed up at Hanging Dog Ranch. I don't have it in me no more. I saw Colm swing. Naja. I just don't care. I was a married woman. You know what they did to me. Ja. And to my husband? Ich weiß, Sadie. Das war ja die erste Mission. You're the only one of these fools that I trust. I've got to do this. Ich weiß nicht, also irgendwie ist die Zeit davon vorbei für uns, aber Sadie hat uns immer geholfen und ich denke, wir helfen ihr. Abigail, Jack, John, make sure they make it. I mean, this whole thing is pretty much done. But ja. When the time comes. Or how do you mean? When the time comes, you help them. What do you mean? I mean, wenn die Zeit kommt. Escape, when I, you know, you and me, we're more ghosts than people. But them, they could. I know. Sie könnten noch ein Leben aufbauen. Of course I will. Für Jack, für den kleinen Thank Jungen. Thank you, Arthur. You want to ride with me now, or meet me up at Hanging Dog Ranch when you can? Ne, komm, lass jetzt. Warum? Thanks, Arthur. Kein Problem, Sadie. Okay. Come on. Wir versuchen noch, den Leuten zu helfen, denen wir können, solange es geht. Ja, wir wollten das Töten jetzt aufgeben. Aber eigentlich ist es sicherer, wenn es diese O'Driscolls nicht gibt. Und wer weiß, vielleicht gehen wir ja dahin und die sagen, ja, wir sind nicht mehr quasi O'Driscolls, weil der Chef gestorben ist. Und vielleicht schließt ihr Sadie ihren Frieden ab. Aber das glaube ich nicht so ganz. Ich meine, die Leute, die ihren Mann getötet haben, sind schon tot. Genauso wie der Typ, der das in Auftrag gegeben hat. Teil 2? Okay, in Teil 1, das ging echt schnell. Fine morning for killing. Hey. Morning. You seen anything down there? Yeah, I think there's a bunch of them down there. I'm mostly drunk. But one of them is a fat fellow with a beard. Him? Okay. He's mine. Wieso? Okay. Warte mal. Warte mal, Sadie. Bevor wir gehen, nehme ich mal kurz meinen Haartrank. Ich will ja meinen Bart irgendwie schon seit Kapitel 2 versuchen, auf den längst zu bringen, aber irgendwie klappt das bei mir. Okay, warte. Okay. So, no real plan then. Ja, warte. Ich brauche erstmal meine Waffen. Ohne Waffen kann ich noch nicht einfach zu dir gehen. So, das Repetier. Nehmen wir das Repetier oder das Lancaster? Und nimm das Bolt. Ah, wir werden, glaube ich, eher aus Distanz schießen. Aber ich denke, das Repetier schafft das schon mal. Ja, brauchen wir eigentlich nicht Shotgun. Bogen brauchen wir auch nicht. Wir nehmen mal trotzdem Bogen mit. Vielleicht schaffen wir es ja wirklich, ein paar lautlos umzubringen. Lass mich doch meine Waffen nehmen. Wieso ich denn... Sadie ist gestorben. Okay. So schnell? Zum Glück wissen wir jetzt, dass wir den Bogen nicht brauchen, weil anscheinend ist sie mit Radau reingegangen. So. Ja, jetzt habe ich meine Waffen. Okay. Alter, Sadie.
chill mal dein Life. Ich brauch gar nicht. Die macht das alles alleine. Oh, was mach ich denn? Die Tuberkulose hat's mir angetan. Ich kann nicht mehr zielen. Den brauchen wir nicht mehr abschießen. Alter Sadie. Ich frag mich, ob sie vorher auch so war, bevor sie ihren Mann getötet haben. Ich meine, sie ist schon echt aggressiv übel drauf. Ich glaube nicht, dass sie nur wegen dem Tod ihres Mannes auf einmal so drauf ist. Auf keinen Fall. Sie war schon, ja, kann man sagen, wild? Oder aggro? Wo kommen die auf einmal her? Driscoll ist tot. Oh, Driscoll ist tot. Ich weiß nicht, wofür kämpft der eigentlich noch? Hier ist keiner. Doch alles abgesucht hier. Hier ist nicht. Hier ist keiner. Sadie. Hä? Hä? Der war eben gerade nicht da. Der war eben gerade nicht da. Der kam aus nichts. Ja, ich komm schon. Warte auf mich. Das könnte eine Falle sein. Sie prügelt sich. Ja. Ich glaube, sie braucht keine Hilfe. Sie macht das allein. Yo. Oh mein Gott. You okay? Yeah. Wirklich? He was a good man, my Jakey. Ah, das hast du schon mal gesagt. Das glaube ich dir. Jetzt ist es vorbei, Sadie. We was always sweet on one another. I'm sure. Yeah. I miss him every day, every moment. They turned me into a monster, Arthur. Bist du sicher, dass du nicht vorher schon so warst? But my memories of him, they still pure. I ain't even got that. Ich hab nicht mal Erinnerung. Aside from my Jake, you're the best man I've known. I know the company you keep. The competition ain't too fierce. Ja, Mann. Wir sind nicht so gut, wie alle sagen. Wir versuchen es zu sein, aber eigentlich sind wir es nicht. Wir waren es auch nie. Aber das ist ja nichts Neues für uns. I think I need to be alone for a bit. I understand. Ja. Gönn dir eine Auszeit. Thank you, Arthur. Sie muss ja eigentlich gar nicht mehr bei uns bleiben. Sie ist ja nur bei uns geblieben, als wir die O'Driscolls, als wir ihr geholfen haben. Mrs. Sadie Adler, Witwe Teil 2. Gibt's auch einen anderen Teil? Let me again, girl.
Alter, überall wo ich hingehe, hinterlasse ich Chaos und Tod. Arthur versucht, sich eigentlich davon fernzuhalten, aber es geht einfach nicht. Als würde es ihn anziehen. Okay, jetzt müssen wir zu Dutch. Gibt's da irgendwie eine Schnellreise? Oh, komm, Wallace Station und dann fahren wir bis Annisburg eigentlich, ja. Oh, ich glaube, es ist ziemlich warm. Nee, wir haben Winter. Stimmt. Damit sind die O'Driscolls offiziell besiegt. Also wirklich offiziell. Die einzigen, die noch so da sind, die uns gefährlich werden könnten, sind die Pinkertons. Aber ohne jemand, der sie finanziert, weiß ich nicht, interessieren die sich ja auch nicht für uns wirklich. Das ist eher die Regierung, die noch übrig ist. Oh, pass bloß auf, dass ich dich jetzt hier nicht... Okay. Look who it is. Good morning. Gone. Warte, ich muss erstmal hier ein, zwei, drei Dings nehmen, um meinen Bart wieder kurz wachsen zu lassen, wenn es geht. Und wenn er dann lang ist, wie gesagt, hole ich mir ein richtig schickes Outfit. Just a moment, please. What you need? Wir brauchen ein Ticket. Oh, Kopfgeld erstmal, Kopfgeld. Haben wir überhaupt? Nö, wir sind rein. Hä? Was heißt hier, Züge sind derzeit nicht verfügbar? Hä? Warum kann ich nicht Zug fahren? Ach, halt die Klappe, mir geht's gut. Ah, natürlich, ich bin auch ein Idiot. Wir haben die Brücke in die Luft gesprengt, deshalb sind die Züge nicht verfügbar. Oh, jetzt müssen wir alles reiten. Also wenn ich mich an eins erinnern werde, wenn jemand sagt Red Dead Redemption 2, dann ist es auf jeden Fall das Reiten. Ich hätte ruhig auch echt die Pferde ein bisschen schneller machen können. Das wäre jetzt kein Verbrechen gewesen. Was haben wir hier? Oh, die schon wieder? Warum nicht? Komm, dann machen wir das anstatt die Mission jetzt. Helen, hi. You are a fool and a nuisance, brother. Helen, is this creepy little toad bothering you again? Oh, Arthur. Oh, Bruder, Teil 3. Wie geht's euch, Idioten? You two haven't changed much. No. Jetzt wollen die echt sterben noch. Coward, gerbil, mommy's boy, vanity, effluent discharge, milk sap. You already said that. I did not. You're a milk sap. Well, you are all. Oh mein Gott. Die sind echt nervig. Dear brother, Helen, I will make you love me if it is the last. Ich werde beide sterben und dann ist sie alleine. I am to make a happy and stable life with. I shall throw myself over the waterfall in just a barrel. And so shall I, just to demonstrate how little your feeble gestures mean, you homunculus. Arthur, homunculus. Please come do the honors and make sure we, You silly little tapeworm of a man. Warum duelliert euch nicht einfach mit einer Pistole? Dann habt ihr es hinter euch. Ich verstehe es nicht. Warum diese dämlichen Duelle? Lass uns doch einfach einen von denen erschießen, Arthur. Auf geht's!
Und du bleibst noch bei denen, ey. Die hat auch irgendwie einen Schuss, glaube ich. Oh, yo. Als Gehirnerschütterung ist schon mal drin, auf jeden Fall. The fools! The silly fools! I cannot believe they've done this! Schauen wir mal. Mal gucken, ob die noch am Leben sind. Okay, get on your horse. Follow me. Yeah. Ah, hier kann ich nicht runter. Doch, können wir. Folgt mir einfach. Da vorne. Oh, sind beide tot. Oder? Sieht auf jeden Fall so aus. Nein, der lebt noch. Beide. Brother, are you there? Agri, is that you? I've had the wind knocked out of me. I thought you were a goner. It's a miracle we're alive. Ja, Mann, Idiot. Silly voice. You nearly died. For me. She's right. Dear brother, what fools we've been. You're the fool. But a brave one. You might be dense, but you are the noblest man I know. You are a lion. Giant. You are an earthshaker. World conqueror. Let's not let anything come between us again. Ich hoffe, damit hat sich's. Good lady, adieu. Zeitverschwendung. Bewitch some other milksops. We will have none of it. But I thought that... Before this siren calls us to the rocks again... Let us away from here. You lead the way, brother. The west awaits. Boys! Boys! There's quite some suitors you've picked there. I was trying to stop them from killing themselves. They won't last a week without me. Oh, die redet auch so komisch. Abgehoben. I guess I will. Oder arrogant. Eingebildet bisschen. So long. So long. Oh, I wasn't trying to lead them on, you know? It was just exciting. The smartest man I knew, with positively the least sense. Wirklich, das waren die klügsten Männer? Yes, usually the way it works. Good luck. Oh, Bruder, Teil 3. Ja, damit haben wir auch diese Geschichte beendet. Ich dachte eher eigentlich, dass die sterben. Dass das so endet, aber... Ja, warum nicht so? Okay. Ja. Jetzt müssen wir erstmal dahin reiten. Ist auch ein kleines Stückchen. Gucken, ob wir unterwegs noch vielleicht eine kleine Nebenmission finden. Weil ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch schaffe. 10 Punkte! War ja perfekt. Perfekt die Rolle. Oh Mann. Guten Tag, meine Herren. Dann halt nicht. Ich hab eigentlich noch so viele Nebenmissionen. Oh, was haben wir hier? Da hat jemand geschossen. Ah, das ist unser kleiner Freund hier mit den Wettschießen. Hey, you! Are you gonna give me the chance to redeem myself or what? Na klar. I know I got you beat this time. Let's put some money on it, huh? What do you say? Fine by me, friend. Fine by me. Good. Good. Okay, let's do this. You know how this goes. The one who shoots the most bottles wins. Just draw your gun and aim when you're ready. All right? Yeah. Shoot! Sure.
Der hat doch nicht mal einen Schuss abgefeuert, glaube ich. Du hast nicht eine Flasche erwischt, Kumpel. Nicht eine. That was just a one-off, man. A fluke. Let's go again. With real. $30. Alright, let's do it. Aha, that's a good call, amigo. Okay. Vögel? Wieder? Just like before, mi amigo. You shoot 4 birds out of the sky before me, you win. Stand near me, and as soon as they come out, it's anyone's shot. Be patient. Ah, there they go. Wieder keinen getroffen. Tut mir echt leid, Kumpel. Ah, well. You know how to shoot, okay? Ah, here it is, okay? Man of my word. Nehme ich gerne an, auch wenn es nicht wirklich viel ist. Sure. Better watch out next time. You'll see. Na klar. Ich glaube, ich habe nicht einmal verloren. Bisher. Ist auch nicht wirklich schwer mit Dead Eye da irgendwie daneben zu schießen. Was auch schon unfair ist. Ohne Dead Eye wäre es, glaube ich, ein Tick schwerer. Aber wir wollen nichts riskieren. Mal schauen, was uns unterwegs noch hier passiert. Wir treffen alle Leute wieder, merke ich gerade. Fehlt nur noch unser Freund mit den Tierfotos. Dann, wen kennen wir denn noch? Unser kleiner Bettler, den wir immer einen Dollar geben. Ja, eigentlich. Sonst haben wir die anderen Sachen beendet. Oh, wir sind erst in Valentine. Ah, ich glaube, ich gehe erstmal nach Valentine. Gönn mir ein richtig gutes Bad. Geh was trinken und dann mache ich die Mission. Ja, ich glaube jetzt noch die Mission. Nee, Mann, das würde zu lang dauern, bis ich da erstmal hinreite. Das will keiner sehen und ich habe auch keinen Bock. Ich lasse das eigentlich immer im Kinomodus. Naja, dann sagen wir mal so, ich beende die Folge hier und ich hoffe, die Episode hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal bei Red Dead Redemption 2. Euer Junko Moser.